Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag hier auf meiner kleinen Deutschlandtour. Ich bin jetzt in einem anderen Zimmer untergekommen, wie ihr seht. Also, hier haben wir jetzt einmal dieses Duschbad quasi. Einmal eine Dusche, klein aber fein und eigentlich ganz nett gemacht. Da haben wir einen Spiegel, da sieht man auch einmal mich. Hallo. Dann haben wir hier das WC. Da sieht man mich auch nochmal. Hallo. Und hier haben wir einmal einen Spind. Du spinnst ja wohl. Haha. Und hier der wunderschöne Ausblick auf dieses Gebäude, was auch immer das ist. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall hier heute fresh in Köln unterwegs. Mit diesem Outfit bin ich fresh unterwegs auf jeden Fall. Ja, und ich werde dich mitnehmen auf diesen Tag. Ich bin auch gerade alleine, deswegen kann ich hier mal gerade wieder sprechen. Ich hatte nämlich hier, da liegt nämlich eigentlich noch ein anderer Kamerad quasi mit dabei. Ein Pakistaner, ein sehr netter Herr, mittleren Alters, wenn du dieses Video sehen solltest, Grüße an dich. Auf jeden Fall liegt der eigentlich noch mit in diesem Zimmer. Der ist jetzt aber zum Flughafen nach Düsseldorf gefahren, um seine Familie abzuholen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen heute auf den Tag, werde aber das meiste wahrscheinlich mit der Handykamera filmen. Das heißt, ihr werdet von mir in dieser Qualität nicht ganz so viel sehen, aber ich hoffe, das macht nichts und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem Video. Und auf rein, ciao, bis später. So, ich gehe jetzt hier gerade durch Köln, durch die Fußgängerzone. Hab mir mal überlegt, dass ich mal eine kleine Shoppingtour hier mache. Mal gucken, ob ich was finde. Ich werde euch dann auf jeden Fall Bescheid geben. Ja. So, ich bin jetzt im Kölner Brunnen. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal mit einer etwas besseren Qualität aufzunehmen. Und ich bin, muss sagen, wirklich überwältigt hier. Dieser Dom ist einfach riesig. Und es ist einfach krass, was hier geschaffen wurde in einer Zeit, in der es keine Kräne gab und keine Maschinen und so weiter. Ja, und das bewundere ich jetzt einfach mal. Und ich werde euch auf jeden Fall ein paar Fotos und vielleicht auch ein paar kleine Videoteile zeigen von diesem Dom. Damit ihr einfach selber einen kleinen Eindruck bekommt, was ich hier bewundern darf. Atemberaubend immer noch. Ich will auch gar nicht zu viel sagen, kommt einfach selber mal vorbei. Und guckt euch das an, dieser Dom hier aussieht, die zum Beispiel, schaut mal. Das ist alles handgeschnitzt und gemalt, belegt mit Gold. Also daran sieht man, dass die Kirche schon damals sehr reich war und mächtig und dieses Gebäude natürlich auch Macht ausgestrahlt hat. Ich bin hier schon wie so ein kleiner Führer. Ich habe mir das ja angeguckt, aber ich mache keine Führung, ich gucke da einfach an. Bis später, Freunde. So, Freunde, ich laufe jetzt hier weiter durch Köln über die Domplatte. Es ist immer so ein komisches Gefühl zu filmen. Alle Leute gucken einem zu, aber egal. Ich war jetzt eine längere Zeit im Dom. Ich muss sagen,
ist eines der tollsten Gebäude, in dem ich je auf dieser Welt war. Ich bin zwar auch noch nicht so viel rumgekommen, aber bisher, das ist wirklich heftig. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch Köln. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht so stark und ihr hört mich überhaupt. Und ja, hier hinter mir seht ihr ihn nochmal. Aber ich glaube, ich muss mir unbedingt meine Sonnenbrille kaufen. Ich habe keine Sonnenbrille dabei, das stört ein bisschen. Gerade wenn ich dann länger mit dem Fahrrad unterwegs bin. Was dann ja gerade in Bayern noch kommen wird. Jetzt bisher bin ich ja fast nur Zug gefahren. Wovon ich euch eigentlich gar nichts erzählt habe. Aber ich dachte mir, im Zug kann man schlecht filmen. Da sind viele Leute, die störe ich nur mit meinem Gelaber in die Kamera. Und wie ich aus dem Zug aussteige, das ist nicht wirklich interessant für euch. Auf jeden Fall. Da nochmal der Dom. So Freunde, ich sitze jetzt in der Seilbahn und werde jetzt mal über eine reinschippern. Mal gucken, ob wir runterfallen. Wenn ihr hoffe ich, dass die Kamera gefunden wird und zumindest die Videos, die ich hier noch gedreht habe, veröffentlicht werden. Naja, weil es war sehr falls man rein. Mal gucken, wie schön das aussieht, wie schön man die Aussicht vielleicht davon aus. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich hoffe, das macht nicht so viel. Das ist nicht zu hoch. Aber bis gleich. I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic checked, all the levels right. And if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family. Helping keep my sanity no matter what. Ich bin leider angekommen. Ich werde aber gleich tatsächlich noch eine Tour machen, die dann vielleicht noch spektakulärer wird. Man wird es sehen, vielleicht springe ich runter mit Fallschirm oder sowas in der Art. Nein, das denke ich wird nicht passieren, aber es wird auf jeden Fall nochmal interessant. Ja. Danke. Mal gucken, wann die Fahrt weitergeht. Jetzt geht sie weiter. Beziehungsweise muss ich hier jetzt noch einen Augenblick warten. Da kann ich euch einfach mal kurz erzählen, wie ich den Tag bisher fand. Also ich bin heute relativ viel in der Fußgängerzone unterwegs gewesen, hab mir verschiedene Läden angeguckt, waren verschiedene Läden, hab euch da allerdings nicht wirklich mitnehmen können, weil es einfach zu voll ist an so einem normalen Tag in der Fußgängerzone. Ja, ich bin im Dom gewesen, da habe ich ja einiges gefilmt, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Und jetzt bin ich mit dem Fahrrad etwas rumgefahren und habe dann spontan diese Seilbahn entdeckt. Ich wusste zwar, dass es gibt, hatte ich jetzt aber, als ich in Köln war, nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist aber an sich eine geile Sache, weil man da wirklich einen fantastischen Ausblick über Köln hat. Freunde, da hinten bin ich tatsächlich mit der Seilbahn rüber getourt. Also da, da. So Leute, ich sitze hier am Rhein und breche mir gleich ein Bein. Ich sitze hier tatsächlich am Rhein und entspanne mich gerade mal ein bisschen. Denn
viele Lichter hier ist scheiße. Denn die Zeit hier ist zwar ultra geil, aber auch etwas anstrengend. Guck mal, Freunde, ich muss euch gerade mal was zeigen, was mir passiert ist. Mein Handy, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es hat einen ganz leichten Kratzer. Es hat einen Kratzer und ich flippe aus. Ich hasse es. Aber naja, die Sonne kommt da hinten gerade raus. Und ja, Köln ist auf jeden Fall eine super geile Sache. Gerade vor allem mit der Seilbahn. Das war richtig fresh. Und ja, ich werde gleich noch ein bisschen hier durch die Gegend düsen und mir vielleicht noch die eine oder andere geile Location